So Leute, heute seht ihr mal, was ich esse. Ich habe hier jetzt Vollkornnudeln gemacht, und zwar Dinkel-Vollkornnudeln. Die habe ich aus dem Rewe. Da mache ich, wie gesagt, 250 Gramm. Und ich habe mir jetzt hier so eine Curry-Kokos-Gemüsepfanne gemacht. Und zwar sieht die so aus. Das ist echt lecker, da ist alles mögliche an Gemüse drin. Das ist Tiefkühlgemüse. Ohne Zusatzstoffe, also auch ohne Gewürze komplett, einfach nur Gemüse, tiefgefrorenes, was ich gekauft habe. Und da habe ich eine komplette Zwiebel reingeschnitten und Kokosmilch reingemacht und eine Knoblauchzehe und Curry ganz viel und dann noch Paprikagewürz, das hier, edelsüß, Curry habe ich da reingetan, fast leer gemacht. Dann habe ich die Soße gebunden, wenn die fl zu flüssig ist, mit Flohsamenschalen, Pulver. Ist ein absoluter Geheimtipp. Und ja, jetzt vermische ich die zwei und dann habe ich ein richtig geiles, leckeres, gesundes Essen. Ohne Öl. Ich habe die Zwiebeln, Knoblauch und das Gemüse habe ich einfach in Wasser, so gesagt, angedünstet, ja. Also bis so ein bisschen köchelt. Dann habe ich die Platte ausgemacht, habe das stehen lassen, damit das Wasser so ein bisschen verdampft. Und wenn da zu viel Wasser ist, wie gesagt, Flohsamenschalen. Und jetzt mische ich das mal und dann gucken wir uns das Endergebnis an. So, und so sieht dann das Endergebnis aus. Richtig geil, dickflüssige Soße. Es riecht nach Gewürzen, nach Curry ganz stark, nach Kokosnuss. Es hat eine süße Note. Und ja, das lasse ich mir jetzt sowas von schmecken. Das ist ein ganzer Topf. Und das werde ich mir jetzt hinter die Binde hauen. Dann seht ihr auch mal, was ich esse, ne Leute? Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.